Skywalker. Das Elfenbein gehört uns. Bleib bloß weg, du Fettwanst. Siehst du nicht, dass du viel zu schwer bist? Ich muss dieses Eis zum Schmelzen bringen. Dieser Hund will einfach nicht hören. Hör auf damit, Yuki. Du machst dem armen Biber Angst. So großer Wald und kaum trockenes Holz. Komm schon, Yuki. Na los. Was der Hund braucht, ist eine Leine. Am Fuße des Wasserfalls wohnt jemand. Herrgott, was macht er bloß? Ah, Kenton, wo waren Sie denn?
Ich habe Wichtigeres zu tun, als nur auf Ihre Anrufe zu warten. Ich bin in einem Dorf am Ende der Welt, Herr Marston. Aber es sieht gut aus. Allen Anzeichen nach ist Kate Walker hier in diesem Dorf. Oder zumindest in der näheren Umgebung. Finden Sie sie, Kentin. Und bringen Sie sie zurück. Freiwillig oder unter Zwang. Haben Sie mich verstanden? Sie können sich auf mich verlassen. So ein Knoten ist nicht aufzukriegen. Diesen Ast kann ich nicht erreichen. Ja? Kate! Kate, hier spricht deine Mutter. Mama. Ich sterbe vor Angst, mein Kind. Hör jetzt auf mit diesen Albernheiten. Weißt du, dass dich dein Chef schon verzweifelt sucht? Ich werde nicht nach Hause kommen, Mama. Kate, das ist doch nicht das Leben, das du dir vorgestellt hast. Die Dinge haben sich geändert. Definitiv geändert. Kate! Du bist ja völlig übergeschnappt. Glaub mir. Mag sein, ich weiß nicht. Kate, du lieber Himmel. Mach's gut, Mama. Den hättest du gerne verschlungen, was?
Den hättest du gerne verschlungen, was? Was ist jetzt schon wieder? Haben wir kalte Pfötchen? Wollen wir nicht raus? Na los, vorwärts! Jetzt ist er glücklich mit seinem Lieblingsfutter. Wenn ich diese Schlucht überqueren will, gibt es nur eine Lösung. Wollen wir hoffen, dass das hält? Komm schon, Yuki. Na los! Nun ja. Zurück kann ich dann wohl kaum noch. Yuki? Nein! Bleib hier! Yuki, lass diesen Vogel zufrieden. Dieses Tier lässt sich einfach nicht bändigen. Yuki, böser Hund, du! Wie soll ich da diese Halung... Was? Was zum Teufel? Den Köter hast du erwischt, bravo! Jetzt die Amerikanerin! Lauf, Yuki, schnell! Zum Zug! Daneben, Blödmann, sie ist noch da! Und der Kläffer ist verschwunden! Verpasst hier noch einen Stein, damit die Sache ein für alle Mal erledigt ist. Da. Davon kriegt sie aber mächtig Kopfweh. Das wollen wir doch, Blödmann. Die will unser Elfenbein. Dein Elfenbein, Igor. Na los, hol den Stein da schnell!
sowas einmal tun würde. Tut mir leid, Herr Maaßen. Sie ist mir erneut entwischt. Ganz knapp. Ich verstehe, Herr Maaßen. Aber so einfach ist das nicht. Sie scheint in geheimem Einverständnis mit einem Teil der Leute zu stehen. Kärntin, Sie bringen mich in eine äußerst delikate Lage. Kates Familie beginnt sich Sorgen zu machen. Ich werde große Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie sie nicht endlich finden. Glauben Sie mir, Herr Maaßen, das ist wirklich kein Vergnügen. Ich bin gezwungen, ihr zu Pferde zu folgen. In Schnee und Kälte. Und nach diesem Dorf kommt nichts mehr, Herr Maaßen. Sie hat den Verstand verloren. Verdammter Mist! Großer Gott, das war Hans hinten auf dem Schlitten. Ich muss irgendwie zum Zug zurück, wenn ich sie noch erwischen will.
Boris? Boris, hören Sie mich? Hier ist Kate Walker. Wachen Sie auf, Boris. Wachen Sie auf. Ja. Du lieber Himmel. Wie bin ich denn hierher geraten? Ich will runter. Lass mich runter. Schnallen Sie sich ab, Boris. Abschnallen? Ah ja. Klar. Ich schnalle mich sofort ab. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Boris! Ah, Kate! Mein Sterngleiter ist dahin. Irreparabel. Boris, Ihr Sterngleiter ist ja in erbärmlichem Zustand. Aber ich bin bis zu den Sternen geflogen. Nur das zählt. Boris, Hans Vorarlberg ist entführt worden. Hä? Was? Was sagst du da? Zwei Halunken haben Hans Vorarlberg entführt. Ich bin ihnen auf den Fersen. Der arme Herr Vorarlberg. Leider werde ich dir wohl kaum helfen können. Ich verstehe. Ich muss diese Schurken um jeden Preis kriegen. Denn Hans ist nicht gerade bei bester Gesundheit. Ich würde ja gerne helfen. Aber ich wüsste nicht, wie, Kate. Mein Zug befindet sich am Fuße dieses Bergs. Und es gibt keine Möglichkeit, hinunterzukommen. Leider ist mein Gleiter lädiert. Das Landen war noch nie meine Stärke. Sind Sie sicher, dass ich Ihren Sterngleiter wirklich nicht benutzen kann? Ganz sicher. Ich wusste, die Landung würde ein wenig rau werden. Also habe ich den Schleudersitz betätigt. Aber vielleicht ist der Schleudersitz des Co-Piloten noch okay. Man müsste versuchen, das Handsteuersystem zu betätigen. Ich werde versuchen, diesen Schleudersitz zu betätigen. Ist gut. Ich warte so lange hier. Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich Sie je wiedersehe. Das Schicksal geht so seine Wege. Boris, Sie könnten mir helfen, das Handsteuersystem des Schleudersitzes zu betätigen. Du musst deine Zielkoordinaten eingeben. Ich fürchte allerdings, das Radar funktioniert nicht mehr. Nun denn, bis auf ein anderes Mal, Boris. Viel Glück, meine Liebe.
Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich sie je wiedersehe. Das Schicksal geht so seine Wege. Boris, wie funktioniert der Schleudersitz? Man muss die exakte Richtung des Zugs ermitteln und die Koordinaten ins System eingeben. Nun denn, bis auf ein anderes Mal, Boris. Viel Glück, meine Liebe. Genau, Kate. Kein Zweifel. Du wirst deinen Zug sicher nicht verfehlen. Ich helfe dir, dich festzuschnallen. Hallo? Kate Walker? Hier, Colonel Emeljov. Du weißt schon, aus Romansburg. Colonel Emeljov? Oh, aber sicher doch. Woher haben Sie meine Nummer? Das ist ganz ohne Bedeutung. Kate, ich rufe an, weil da jemand zu mir gekommen ist. Ein amerikanischer Detektiv. Er stellt eine Menge Fragen über dich, den Zug, deinen Freund Vorarlberg. Ich habe nichts erzählt, aber... Colonel, diesen Mann müssten Sie ein wenig aufhalten. Wir sind in Sibirien und es ist Winter, also hier kann die Zeit ganz schön lang werden. Der Mann wird dich nie aufspüren, Kate Walker. Danke, Colonel. Oskar, alles in Ordnung? Oskar, ich bin's, Kate. Kate Walker. Guten Tag. Oskar, nehmen Sie sich doch zusammen. Wir müssen Hans finden, so schön. Hans? Hans Vorarlberg? Ja, Oskar, Hans. Oskar, schnell, fahren wir. Vielleicht erwischen wir diese Banditen noch. Oh je, ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe mehr sein, Kate Walker. Aber irgendetwas muss Sie doch wieder auf die Beine bringen. Ich weiß nicht. Ich habe Hans auf einem Schlitten im Schlepptau eines Motorschlittens liegen sehen. Ivan und Igor haben ihn entführt. Es tut mir leid, dass ich nichts machen konnte. Ich wollte eingreifen, doch dieser Wüstling hat mich gepackt und in den Schnee geschleudert. Sie haben Ihr Möglichstes getan. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir sie einholen. Wir müssen diese Kerle unbedingt einholen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, Kate Walker. Aber ich fürchte, ich bin betriebsunfähig. Alles klar, Oskar? Ich bin durchgefroren. Kann ich mir vorstellen. Sie werden sich gleich wieder aufwärmen, glauben Sie mir. Diese Kälte blockiert meine Räderwerke, Kate Walker. Hoffentlich ist die Lok beim Einsturz der Brücke nicht zu stark beschädigt worden. Ich befürchte das Schlimmste, Kate Walker. Bis gleich, Oskar. Ich warte auf Sie, Kate Walker.
komisch. Sieht aus wie ein Schiebepanel. Sehen wir uns das mal an. Das tut gut. Danke, Kate Walker. Bitte nehmen Sie jetzt in Ihrem Wagen Platz. Ich bin bereit für die Weiterfahrt. Oscar, was ist los? Wir können unsere Fahrt nicht fortsetzen, Kate Walker. Der Passagierwagen steckt fest. Da sehen Sie, was passiert, wenn Dilettanten meinen Zug fahren wollen. Was machen wir jetzt? Den Wagen abkoppeln. Ich werde von der Lok aus das Zugangspanel öffnen. Rufen Sie mich an, sobald Sie dort sind. Wenn der Zugang frei ist, betätigen Sie den Mechanismus und koppeln den Wagen ab. Das heißt, wir lassen den Wagen mitsamt Inhalt zurück? Ich befürchte, daran geht kein Weg vorbei, Kate Walker. Na gut, dann will ich mal, Oscar. Und Sie warten doch auf mich, bevor Sie weiterfahren? Ohne Sie würde ich niemals abfahren, Kate Walker. Ich komme nicht an den Mechanismus, wenn dieses Panel nicht auf ist. Kate Walker? Oscar, ich bin in Stellung. Gut, ich löse den Öffnungsmechanismus aus. Und Sie koppeln den Wagen ab. Wird gemacht.
eine Brücke. Sie ist eingestürzt. Ich werde einen anderen Weg suchen und... Herr Martin! Hören Sie mich! Mein Telefon! Die Batterie ist fast leer! Herr Marson, suchen wir wirklich noch nach Kate Walker? Du gehst mir auf die Nerven, John. Was soll das heißen? Kate Walker, die Anwältin. Die mit den brillanten Karriereaussichten. Diese Kate gibt's nicht mehr. Wir verfolgen jemand anders. Jemand, der uns fremd geworden ist. Ihre Familie macht mir jeden Tag die Hölle heiß, John. Sie muss zurückkommen. Wo ist denn nur der Yuki?